Mein Mikro ist nicht an. Jetzt. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder richtig gut gelaunt und ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch, liebe Freunde. Denn heute haben wir uns hier versammelt, aus einem bestimmten Grund. Mir hat eine Zuschauerin auf Instagram geschrieben, also die haben mir so Memos gemacht, dies, das, habe ich ein bisschen geantwortet. Und dann meinten die, hey, guck dir mal Mama Rimas TikTok-Account an. Dann ist mir so aufgefallen, ey, stimmt, ich habe den noch nie angeguckt. Und den gucke ich jetzt an. Also Grüße gehen hier an der Stelle natürlich raus an Leni und Katharina, die mich auf die Idee gebracht haben. Wir schauen in diesen Account rein. Sollten Mütter von Influencern selber auch Social Media machen? Das ist die große Frage am Ende des Tages. Die andere Frage, die wir uns gestellt haben, habt ihr schon die Glocke aktiviert, liebe Freunde? Nein? Ich muss auf jeden Fall heute erstmal noch die Glocke mit euch aktivieren. Das ist natürlich wichtig und auch richtig. Und falls ihr auch Bock habt, die Glocke zu aktivieren, ich sage euch mal ganz kurz, was eure Vorteile daraus sind. Am Ende des Tages, ihr drückt auf Abonnieren, dann kommt diese Glocke rechts, dann drückt ihr da drauf, dann auf Alle. Ist alles komplett kostenlos und ihr kriegt eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Also seid mit als erstes am Start, verpasst nichts. Falls das Video nach einer halben Stunde wieder gelöscht werden sollte oder geclaimed, was auch schon öfter vorgekommen ist, dann habt ihr es wenigstens noch gesehen. Ja, falls ihr Bock habt, aktiviert gerne, würde mich sehr freuen. Und ich, First Try, Leute. Heute ist so ein First Try-Tag. Ich merke das. Scheiße. Wenn man halt auf dem zweiten Mal ist er ja auch einfach kein Ding für einen King, liebe Freunde. Okay, ich würde sagen, wir schnackeln, fackeln nicht mehr lange um den heißen Brei. Den ersten Link in der Beschreibung kennt ihr alle. Dort kommt ihr zu meinem Zweitkanal, dort kommt jeden Tag um 18 Uhr ein neues Video für euch online. Also gerade wird sehr, sehr viel hier abgeloadet. Könnt ihr gerne alles abchecken, würde mich sehr freuen. Ich bin da auch sehr dankbar über euren Support, wenn ihr beim Zweitkanal vorbeischaut. Und genauso auch auf Instagram, liebe Freunde. Ich würde sagen, ohne groß reden, rein ins Video. Vielleicht wissen die einen oder anderen von euch nicht, wer Mama Rima ist. Mama Rima werden wir jetzt gleich sehen, brauchen wir jetzt kein Bild einblenden, aber es ist die Mutter von Mariam. Mariam ist die Kollegin hier, ja, die mit Younes mehr oder weniger zusammen ist. Was da der aktuelle Stand ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber das ist Mariam und jetzt kommt Mariams Mutter, denn sie hat sich dazu entschieden, auf TikTok aktiv zu sein. Und was macht man so als, ja, sagen wir mal, Ü-40-jährige Mutter auf TikTok? Lange Wimpern, ich wusste. Heute, ich wusste, ich habe, guck mal Leute, oh, ich schwöre, mein Gott, ich wusste das nicht, gar nicht. Sie wusste einfach nicht, dass sie so lange Wimpern hat, liebe Freunde. Und das muss sie halt jetzt erstmal auch zeigen, also einfach nur stark. Wallah, mashallah. Wallah, mashallah. Ja, fühlen wir, liebe Freunde. Ich sag euch ehrlich, wäre das meine Mama, ich würde mit allen meinen Vieren im Boden verkriechen. Ja, aber sie hat uns eine Ansage auch gemacht und die Ansage hören wir uns jetzt natürlich auch an. Hallo Leute, wie geht's euch? Ich hoffe bei euch ganz, ganz gut. Ich liebe euch von meinem Herz und ich möchte nur sagen, liebe Sandra, ich komme zu deinen Eltern, ich rede mit deinen Eltern. Jetzt ist reicht, das ist nicht gut. Ich habe gesagt einmal, ja, okay, das ist, bist du wie meine Tochter, willkommen in mein Haus. Okay, ich weiß nicht, um was es genau da geht. Wir wissen alle nicht, um was es genau da geht. Was wir wissen, ist, dass sie gerade als Mutter eine Ansage über TikTok macht. Dass sie zu Sandra nach Hause kommt und mit Sandras Eltern ein ernstes Wörtchen reden wird. Lieben wir. Und dann, ich habe nur geredet ganz gut von dir und dein Spitzname von mir und dann Sandra, ich habe gesagt, Sandra, nicht Sandra, Sandrura. Ich habe auch das immer telefonieren mit sie und dann ganz gut mit diesem Thema. Danach, wie sie hat geredet von meiner Tochter und verlässt meine Tochter von Sandra, hat sie nicht geglaubt, nur reden schlecht über meine Tochter, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Da gebe ich komplett recht. Manche Dinge funktionieren einfach nicht. Und wenn dann die Mama Rima sagt, das funktioniert nicht, liebe Freunde, dann funktioniert das auch nicht. Fertig. Ich komme zu deiner Mutter besser und dann reden. Ja, besser. Und du hast so viel oft geredet zu mir, warum, wegen was. Ich will das nicht jetzt, ist reden alles. Warte, ich komme, ich schwöre mal. Ich schwöre, ich komme. Okay, sie kommt vorbei zur Mutter von Sandra und wird da auch dann eine ordentliche Ansage machen. Apropos Sandra, sie ist jetzt live mit Sandra. Also der Vorteil bzw. auch der Nachteil ist an TikTok, man kann auch live gehen auf TikTok. Und da geht dann halt auch die Mama Rima mal live. Und in dem Fall war sie mit Sandra live und wir gucken einfach mal, was bei rumkommt. Kennst du das? Was ist das? Ich liebe das. Wie heißt das? Muschel. Wie heißt? Muschel?
Ah, das heißt Muschi. Aha, okay. Ja, da kann man halt auch ganz schnell in eine... Oh Leute, stellt euch einfach vor, das ist eure Mom. Eure Mom auf TikTok mit Jugendlichen am Livestream. Ja, genau das habe ich mir gerade auch gedacht. Wie heißt? Ich möchte... Wie heißt? Muscheln, ja. Wie heißt? Muscheln. Wie, ja, ich falsch rede. Saftig. Danke schön, Habuba. Saftig. Das sind auch saftige TikToks, die hier unterwegs sind. Das Problem ist halt, ihr kennt das ja, wenn eure Eltern auf euch zukommen, wenn ihr euren ersten Instagram-Account erstellen wolltet oder wie auch immer. Bei mir war das damals Facebook und so. Dann haben die gesagt, guck mal, Cedric, hör mal gut zu. Das Ding ist, was im Internet ist, das bleibt im Internet. Deshalb musst du vorsichtig sein, was du postest, wie du es postest, was du machst. Und bei mir ist es auch schon ordentlich schief gelaufen. Ich habe wirklich sehr viele cringe Videos auch als Kind hochgeladen und ich lade immer noch sehr viele cringe Videos hoch und ich bin mir dessen bewusst. Zum Glück verdiene ich wenigstens Geld damit, ne? Trotzdem muss man sich bewusst sein, dass alles, was man hochlädt, ja, gespeichert werden kann, aufgenommen werden kann und nicht mehr aus dem Internet verschwindet. Da hätten vielleicht dann mal eher die Kinder der Mama sagen sollen, Mama, guck mal, mach mal kein TikTok als allererstes. Zweitens, alles, was du auf TikTok machst, das wird auch auf TikTok bleiben. Genauso ist das jetzt, also auf ihrem Profil waren keine TikToks mehr online, 2 Stück oder so. Da habe ich nichts gefunden, aber unter dem Hashtag Mama Rima oder wie auch immer, habe ich diese ganzen Videos gefunden und ich war so, oh, okay. Ich habe echt viel verpasst. Hätte ich das früher gewusst, dann, das ist auf jeden Fall sehr unterhaltend. Okay, kommen wir zum nächsten, denn jetzt gibt es eine Food Review. Und Food Reviews bin ich persönlich auch sehr an, wie heißt das? Anfällig für, genau. Anfällig für, ja. Leute, vertrauen mir. Richtig lecker. Mm. Was ist das denn? Ein Brot mit einer Milchschnitte drauf? Voilà. Saftig. Sehr gut. Ah, das ist so ein Donut, so ein Royal Donuts Ding oder sowas. Aha. Okay, verstehe. Saftig. Schmeckt richtig lecker. So, ich kann nicht sagen, wie es schmeckt, wie es träumt. Yani, wenn ich jetzt beiße, guck mal. Träumt, ich bin nicht da. Also der Geschmack versetzt sie in eine Traumwelt. Das möchte sie damit sagen. Das Schmatzen versetzt mich auch in eine andere Welt. Aber es gibt tatsächlich auch Leute, die das feiern, ne? Diese ASMR-Shit und so. Boah, da bin ich halt komplett raus, ne? Da bin ich wirklich komplett raus, sag ich euch, wie es ist. Und so ein Video, so wie meine Mutter sich was zum Essen probiert und das reviewt, da sage ich dann wiederum, ja, das ist in Ordnung, das würde ich meiner Mutter vielleicht sogar erlauben. Andererseits soll sie das dann auf Facebook hochladen, aber nicht auf TikTok, weil das wäre mir dann wieder... Ticken zu unangenehm. Vor allem, wenn man den Bezug zu mir hätte. Also wenn man wüsste, das ist meine Mutter. Dann, puh, ciao. Lecker. Saftig. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Vertrauen mir. Ich schwöre, meine Gott, sehr lecker. Wow. Scheint echt einer der leckersten Donuts der Welt zu sein. Jetzt sehen wir, Mama Rima hat Muskeln und macht Shisha kaputt, damit Mohammed nicht raucht. Okay, das ist ihr Sohn und sie macht jetzt eine Shisha kaputt. Jetzt gucken wir mal. Ja, guck mal, Leute, ich habe gesagt, wegen meine Kinder, sagen, es tut mir richtig sehr leid, mein Sohn Mohammed. Das ist eine Shisha-Zange, die sie in der Hand hat und sie macht die jetzt kaputt. Und es tut ihr aber auch dazu, muss man auch erwähnen, es tut ihr sehr leid. Wichtig zu wissen, liebe Freunde, wichtig zu wissen, ich glaube, ihr Sohn ist sogar Folge. Also ich glaube, das war doch der das Statement gemacht hat, als da die Younes Amiri Papa-Mama-Sache war. Dennis blendet euch mal hier die Thumbnails ein. Das ist auf jeden Fall der Bruder von Mariam. Und ich glaube, das ist auch der Mohammed. Und dann meine Tochter Lana und Vala und... Also meines Anscheins nach ist er auf jeden Fall alt genug, um zu wissen, ob er Shisha raucht oder nicht. Ich würde auch super gern wissen, wie er darauf reagiert hat, dass seine Mutter im Livestream die Shisha kaputt gemacht hat. Am Ende des Tages, liebe Freunde. So, schauen wir uns mal den nächsten TikTok-Livestream an. Ich finde, der ist super. Mein persönlicher Favorit, liebe Freunde. Bitte jetzt einmal anschnallen. Ja, la rein da. Warum nicht gut?
Marinade nicht gut. Warum? Weil ich esse den Salat. Was ich mache, ist falsch. Ich bin Naturfrau. Ich esse so. Immer Schokolade. Schmeckt nicht von meinem Mund Schokolade. Keine Schokolade nicht schmeckt, Leute. Voila. Kommt die Gleitzeit drauf und dann. Ist auch jetzt, also. Ich denke, also, ich kann nicht mehr sagen, außer. Nehmt sie, tauscht sie aus und stellt euch vor, es ist eure Mom oder euer Dad oder euer Onkel, eure Tante, keine Ahnung. Hauptsache, ihr versteht, wie unangenehm das ist. Also, es ist. Als erwachsene Frau, aber keine Ahnung, vielleicht versteht sie das selber halt einfach nicht so, dass sie damit gerade mega, mega unangenehme Nerven trifft. Aber wenn sie die Kommentare durchliest und dann die ganze Zeit dieses ha 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 und so durchliest, dann muss sie doch checken, dass sich darüber lustig gemacht wird, oder? Sandra, bisschen mit. Auch gleiche. Sagen, schmeckt, Leute. Ich gucke immer mit Salat viele Vitamine. Yani ich kann nicht sagen, oh, das sehr schmeckt, oh, saftig. Nein, das ist normal, aber ich brauche Vitamin. Wegen Herbes, Merbes. In Deutschland Herbes, Merbes. Das war meine Lieblingsstelle. Sie kann nicht sagen, dass es ihr schmeckt, aber sie braucht die Vitamine wegen Herbes, Merbes. Liebe Freunde, hat Salat so viele Vitamine? Ich glaube, es gibt auch einige andere Gemüsesorten, die viel mehr Vitamine haben als Salat, oder? Das ist so eine Täuschung, dass Salat so mega gut ist. Also klar, es ist gesund, aber dass es so viele Vitamine hat, ist, glaube ich, so ein Gerücht. Leute, nicht vergessen. Ich sage nochmal. Sandra, wann kommt? Ich mache ein Live mit Sandra und ich rufe ihn an als Live. Leute, nicht vergessen, heute. Ich rufe ihn an. Anas, weil gestern ich habe geredet mit Anas. Sie mischt sich ein bei diesen Beziehungssachen von den Jugendlichen. Da, also Sandra ist ja nicht mal ihre Tochter, das ist die Freundin von der Tochter gewesen, wie auch immer hier und da. Ihr habt ja diese, vor ein paar Tagen oder Wochen ist dieses Statement von ihr online gekommen, wo sie genau gegen ihre Tochter so schießt. Würde einfach die Empfehlung jetzt aussprechen, einmal ganz lieb und nett. Überlass die Apps deinen Kindern, was auch schon schlimm genug ist teilweise in manchen Fällen. Aber delete it. Einfach nur löschen, liebe Freunde. Ich bin einfach nur froh, dass es nicht meine Mama ist, die da TikToks macht. Ich bin auch froh, dass meine Mama das niemals tun wird, weil ich das weiß. Ich kann meine Mutter da sehr gut einschätzen, dass das nie passieren wird. Bin ich sehr froh drüber. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Reicht jetzt aber auch mit TikTok der Ü40-Generation. Ich kann nicht einschätzen, wie alt sie ist, aber über 40 gehe ich auf jeden Fall mal von aus. Reicht jetzt erstmal für den heutigen Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. 14 Uhr, liebe Freunde, gerne hier einschalten oder heute Abend. Erster Link in der Beschreibung auf dem Zweitkanal um 18 Uhr. Aktiviert die Glocke, seid am Start. Bis morgen, haut rein. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel. Guck, ich tanze tropisch.